Jetzt gerade hat Wolfgang Kubicki wirklich mal komplett mit Ricarda Lang abgerechnet und dieser ganzen Doppelmoral von den Grünen, weil sie eben vorhinein im Koalitionsvertrag bestimmte Sachen unterschrieben haben, wo sie sich jetzt in keinster Weise mehr dran halten. Es geht genauer gesagt um die Gasbohrungen vor Bochum. Da hat man davor gesagt, völlig in Ordnung, weil die Grünen natürlich auch der FDP gesagt haben, das und das geht so klar. Und jetzt im Nachhinein, jetzt wo es wirklich darauf ankommt, kann man sich auf die Grünen nicht verlassen. Sie demonstrieren dagegen, sie stemmen sich gegen diese Bohrung und da zeigt sich, mit den Grünen Verträge zu schließen, darauf kann man sich am Ende des Tages nicht verlassen. Ich begrüße Sie damit zu einem neuen Video. Wir werden uns das Ganze genau anschauen, was auch Herr Kubicki gesagt hat. Er hat nämlich gerade vorhin auf seinem Twitter-Profil geschrieben, Zitat, die Gasbohrung vor Borkum haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Ricarda Lang zeigt mal wieder kein Verlass auf Verträge mit den Grünen. Wolfgang Kubicki. Wow, das ist wirklich mal so richtig krass, wenn er sagt, kein Verlass. Das heißt im Klartext, mit denen kann man Verträge machen, aber am Ende des Tages ist es eh komplett egal, weil sie sich eben nicht dran halten. Und speziell in diesem Fall muss man mal ganz klar sagen, Ricarda Lang hat das Ganze auch eine Bedrohung für unsere Umwelt genannt. Also da zeigt sich mal ganz klar, im Koalitionsvertrag steht drinnen, es ist okay. Und jetzt im Nachhinein, wo man es wirklich macht, wo jetzt auch die Wahlen stattfinden, will man natürlich sich nicht an diese Verträge halten. Und das, was man anderen immer vorwirft, dass sie sich nicht an die Verträge halten und so weiter. Das, was sie also andere machen, machen sie selber die ganze Zeit. Und das ist eben wieder diese wirklich riesige grüne Doppelmoral. Und deswegen kann man sich nicht auf die Grünen verlassen. Die NTV hat hierzu auch noch weiterhin geschrieben, Grünchefin Ricarda Lang ist gegen die geplanten Gasbohrungen vor der Nordseeinsel Borkum. Diese wären eine große Bedrohung für unsere Umwelt, sagte Lang und stülpte den Widerspruch zu den deutschen Klimazielen. Deshalb darf es keine Gasbohrungen vor Borkum geben. Wir stehen an der Seite der vielen Menschen, die für den Erhalt unseres Naturerbes kämpfen und auf die Straße gehen. Also sie lässt ja auch gar nicht den Zweifel auch nur irgendwie offen, dass sie in Wirklichkeit für diese Bohrungen ist, weil es eben im Koalitionsvertrag steht. Nein, sie sagt nicht nur, sie ist dagegen, sondern sie sagt auch, sie steht neben jedem, der dafür auf die Straße geht. Und damit zeigt sie mal ganz klar, sie hält die Verträge nicht ein und das, was im Koalitionsvertrag steht. Und das ist wirklich ein riesiger Skandal. Vor allem, wenn man sich die restliche Partei von ihr auch noch anschaut. Beispielsweise Wirtschaftsminister Robert Habeck will das nicht tun, bevor Gerichte über Klagen gegen die Pläne entschieden haben. Die Umwelthilfe hat weitere rechtliche Schritte gegen das Gasprojekt angekündigt. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke zeigte sich wegen der möglichen Forderung zwar besorgt, kündigte aber keinen Widerstand an. Und das ist der große Unterschied. Es gibt bestimmte Leute bei den Grünen, die halten sich an die Verträge, die halten sich an die Abmachung, weil sich eben auch die FDP dran hält. Aber dann gibt es so Leute wie die Chefin der Grünen, die wirklich die Grünen zu 100% repräsentiert. Und das ist nun mal Ricarda Lang. Und die hält sich nicht an die Verträge. Und deswegen hat Wolfgang Kubicki auch so ganz klar gesagt, auf Verträge mit den Grünen kann man sich nicht verlassen. Und das ist wirklich so mit diesen Koalitionsverträgen, das ist einfach was wirklich. Das braucht man gefühlt am Ende des Tages gar nicht mehr machen, weil das ist so ein Leitfaden, wo sich eh keiner dran hält. Und zum Beispiel, wenn es eh mal kritisch wird oder wenn die Wahlen stattfinden, dann ist der Koalitionsvertrag plötzlich im Müll. Also dann, wie es wird es ihn nicht mehr geben, weil dann, wenn es nämlich zum Wahlkampf geht, macht eh jeder, was er will. Und da zeigt sich nämlich, diese Verträge, ob es der Koalitionsvertrag ist oder andere, die sagen immer, ja, da muss man sich dran halten, Vertragsrecht, Vertragspflicht und so weiter. Verträge müssen eingehalten werden. Werfen Sie auch ständig Russland vor. Russland hält die Verträge nicht ein. Aber Sie machen es selber im eigenen Land, wo Sie die volle Kontrolle haben. Weil ganz abgesehen von Russland, es ist ja komplett egal, was die machen. Schauen wir nur mal hier in Deutschland, weil die lenken immer ab, die reden über die AfD, über Russland und so weiter. Brauchen wir bloß mal den eigenen Koalitionsvertrag anschauen. Und da steht das ganz klar drinnen. Vor allem, wenn man dann noch hier ganz klar sieht, wie Sie sich da dagegen stemmen. Da hat Wolfgang Kubicki dann schon recht. Mit diesem Zitat hier, Ricarda Lang zeigt mal wieder kein Verlass auf Verträge mit den Grünen. Und das ist auch einfach so ganz klar da. Kommentieren Sie mal gerne Ihre Meinung, ob Sie sich darauf verlassen, dass die Grünen sozusagen ja uns aus der Patsche raushelfen, ob Sie glauben, dass es mit den Grünen wieder bergauf geht, mit diesem Skandal jetzt auch wieder mit Frau Borkum. Kommentieren Sie das. Ich bedanke mich jetzt bei jedem Einzelnen für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.